Mein Name ist Katja Wurzel. Ich bin 34 Jahre alt und betroffen bei uns ist mit Huntington mein Vater. Der ist jetzt 60 und hat vor knapp 3 Jahren die Diagnose bekommen, dass er Huntington hat. Kam für uns sehr überraschend. Wir wussten vorher nicht, familiär nichts aus der Familie, weil wir seinen richtigen Vater nicht kennen. Und ja, das ist quasi so der Hintergrund. Ich selbst habe mich dann im Anschluss eigentlich direkt testen lassen und habe dann 2019 am 14. Februar zum Valentinstag die frohe Botschaft gekriegt, dass ich halt auch Genträger bin. Er hatte schon sehr starke Anzeichen. Also wir gehen im Moment davon aus, dass er schon seit 15 Jahren ungefähr so ein bisschen Symptome hatte, aber es hat halt niemand irgendwie wirklich auf Huntington geschoben, sondern eher halt einfach auf die schwierige Kindheit und auf den Kopf und Psyche und ja, was glaube ich so ein bisschen naheliegend war. Und er hat immer sehr viel gespielt, er hat halt sehr stark Überbewegungen. Er hat uns einfach so richtig einen vorgegaukelt, dass alles gut wäre, dass ja, also er hat das Leben eigentlich so weitergelebt, als wäre nichts. Und wir haben aber gemerkt, dass es ihm eigentlich gar nicht gut ging damit. Das hat dann 18 dazu geführt, als mein Onkel gestorben ist. Nee, das war 2016 sogar schon. Ist mein Onkel gestorben und er hat mich dann mitgenommen. Die haben damals noch im Saarland gewohnt und wir noch hier in Hessen. Und wir sind dann rübergefahren in den Osten, wo der größte Teil meiner Familie herkommt. Und das ging halt die ganze Zeit, dieses Ruckeln. Also immer von vorne und nach hinten. Und das ging die ganzen 3,5 Stunden. Und da haben wir schon gesagt, okay, irgendwas passt nicht so richtig. Er wollte aber nicht zum Arzt. Und dann, ich glaube, 2 Jahre später, also 2018, sind sie dann meine Eltern für 2 Wochen nach Vietnam oder Thailand, ich weiß nicht, irgendwo da in die Richtung in Urlaub geflogen. Und er konnte halt in den 3 Wochen nicht mehr so schauspielern. Und da war er dann an dem Punkt, dass er gesagt hat, er braucht Hilfe, ist dann zu meiner Mama und hat auch gesagt, also jetzt ist es 11:55, ich brauche ganz dringend Hilfe und irgendwas passt da nicht, ich habe keine Kraft mehr, ich kann das nicht. Und als sie dann aus dem Urlaub wiederkam, waren wir halt auch gerade im Saarland zu Besuch und haben sie dann da getroffen und das war halt irgendwie so aufregend einfach. Also ich glaube, ich habe das weniger als Bedrohung wahrgenommen, sondern als eine unheimlich stressige Zeit, so diese da zum Arzt, dort zum Arzt. Sein Hausarzt hat direkt gesagt, also das, was du hast, das sieht so eindeutig irgendwie nach Huntington aus, witzigerweise. Und in der Neurologie in Merzig haben sie ihm dann auch direkt gesagt, also wir machen einen Gentest, es sieht schwer danach aus, als wäre es sowas. Es könnte natürlich auch was anderes sein. Im Nachhinein bin ich ganz froh, dass es Huntington ist, weil er so natürlich noch ein bisschen was mitkriegt. Er kriegt was von seiner Enkeltochter mit, er kriegt von, sag ich mal, von uns als Kindern noch ein bisschen was mit, was das Leben so macht. Er kann einfach noch leben und er kann noch da sein. Wäre es jetzt irgendwas Krebsmäßiges gewesen, wüsste ich jetzt nicht, ob er noch da wäre. Und das nimmt dann auch schon wieder so ein bisschen den positiven Effekt halt ein. Ne? Ja, und so war das dann halt. Dann kam irgendwann, waren wir dann in Bad Homburg und da gab es dann eine kurze Denkpause bei dem Professor, als er reinkam in das Wartezimmer und sah dann mich mit Ela da sitzen und hat dann gleich gesagt, also ich würde halt erstmal gerne ihre Eltern alleine sprechen und da war mir dann eigentlich schon, also das war so der Punkt, wo einfach klar war, okay, es ist Huntington und ja, dann weiß ich noch, habe ich meinen Mann noch kurz angerufen, habe dann einfach nur gesagt, so hat sich bestätigt und es war eigentlich nie viel, also viel in dem Moment war nicht viel Kommunikation, es war tatsächlich einfach dieses ja, ist halt jetzt erstmal so. Wir waren dann eine Pizza essen noch irgendwo und sind dann nach Hause gefahren. Und dann war natürlich erstmal viel Telefonieren mit den ganzen Geschwistern von ihm, weil wir ja natürlich nicht wissen, wo er es jetzt her hat, ob es jetzt väterlicher oder mütterlicherseits ist. Da aber seine Mutter gar keine Anzeichen hat und seine Geschwister auch nicht wirklich, gehen wir halt tatsächlich davon aus, dass es halt väterlicherseits wäre. Wir haben ihn gesucht, relativ intensiv.
tatsächlich kurz vorher sogar, bevor dann die Diagnose kam. Aber der Mann, der in seiner Geburtsurkunde steht, ist halt rein genetisch nicht sein Vater. Das hat sich dann halt jetzt rausgestellt. Und ab da fehlen uns halt sämtliche Anhaltspunkte, weil seine Mutter, also meine Großmutter, ist halt an Alzheimer erkrankt und die weiß halt, also sie kann es nicht mehr äußern, sie kann es halt jetzt nicht mehr sagen. Und als sie es noch hätte sagen können, hat sie immer gesagt, erst wenn dein Vater auf mich zukommt und möchte es wissen, werde ich da irgendwas zu sagen. Und das war halt zu dem Zeitpunkt, als sie sich noch gut verstanden haben, leider nie der Fall. Und deswegen ist das halt immer noch so ein großes Fragezeichen. Aber gut, kann man ja ein bisschen mit leben, ist halt jetzt so. Also er ist direkt in die Rente. Also er wurde dann auch erstmal krankgeschrieben, hat dann die BU-Rente beantragt und ist auch nicht mehr auf Arbeit erschienen. Witzigerweise, also witzig ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, also überspitzt, sein Chef hat uns dann erzählt, dass er doch auch auf Arbeit öfter mal so Sachen hatte, wo er dann vor irgendwelche Baufahrzeugen gelaufen ist und sie ihn dann quasi da helfen mussten, dass er dann weg ist und dass sie halt festgestellt haben, dass er halt beim Schrauben und beim Schweißen, dass es halt ständig daneben gegangen ist und so. Ich meine, klar, wir haben es dann gesehen an den Fingern. Also ich erinnere mich so, die letzten 15 Jahre hat mein Vater, glaube ich, auf Arbeit seine beiden Daumennägel irgendwie gefühlt alle Vierteljahre neu gehabt, weil er sie einfach immer blau hatte und die Nägel dann abgefallen sind und so. Oder hatte irgendwelche Schweißwunden auf dem Arm und solche Geschichten. Das gab es schon öfters, aber ich glaube, da hat sich halt keiner einfach überlegt, dass es das überhaupt gibt. Also ich muss zugeben, ich habe davor vielleicht irgendwann mal am Rande was gehört, aber nie wirklich bewusst. Und meine Mutter hatte halt in der Psychiatrieklinik gearbeitet, Anfang der 90er, Mitte der 90er. Und da hat sie tatsächlich auch mal einen Patienten gehabt, aber sehr jung. Also der war wohl damals schon, als er dann gestorben ist, wohl irgendwie Mitte, Anfang 40. Dementsprechend halt irgendetwas, was halt schon sehr viel früher dann ausgebrochen ist. Aber wie gesagt, man hat halt nicht so wirklich sich damit auseinandergesetzt. Warum auch? Man muss es ja nicht, ne? Und jetzt muss man es halt. Und es ist halt auch der Punkt, ich meine, ich bin von Natur aus sehr neugierig. Es ist einfach so. Also ich bin jemand, der, also ich kann nicht lange ein Geschenk da stehen lassen, ohne dass ich es auspacke. Und das ist, ist vielleicht jetzt, ja, doch schon. Also für mich war es unheimlich wichtig, sofort zu sagen, ich weiß es. Weil ich in einem Alter bin, wo man tatsächlich anfängt, Familie einfach zu planen und wissen zu wollen, was jetzt eigentlich kommt. Und auch es einfach zu verarbeiten. Also ich glaube, ich hätte es jetzt weniger gut verarbeitet, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ach, ich lasse das jetzt rechts und links liegen und gehe jetzt einfach da drauf, dass ich halt sage, ich mache jetzt nur, also lebe jetzt einfach weiter, als wäre es das nicht da. Und dafür gucke ich jeden Tag viel zu sehr in den Spiegel. Also wenn ich meinen Papa sehe. Und ich bin da sehr froh drum, dass es einfach jetzt nur diese Krankheit ist. Sie ist schlimm und sie ist wahrscheinlich, wenn es denn ausbricht, auch noch schlimmer als jetzt, sag ich mal, für uns Genträger, die wir ja noch ein relativ normales Leben führen können. Aber ich finde es gut, dass ich es weiß, weil ich jetzt halt schon viele Dinge ein bisschen anders wahrnehme, auch auf Arbeit. Ja? Ich meine, ich schaffe in der Herzchirurgie. Und bin dort viel mit Kindern auch zusammen, die neue Herzen kriegen. Und deren Selbstbewusstsein, so eine Krankheit anzunehmen, ich glaube, damit kann man sich ein riesen Beispiel dran nehmen. Und es macht mir meine Arbeit echt leichter, weil ich mich wesentlich weniger über Dinge aufrege, als ich es früher vielleicht noch gemacht habe. Und oder mich über bestimmte Dinge ärgere, die ich eigentlich sowieso nicht ändern kann. Ne? Und das ist so ein Punkt, glaube ich, der sich tatsächlich so ein bisschen für mich, einfach dieser Blick darauf hat sich für mich ein bisschen geändert. Jedes Kind ist für mich so das Vorbild gewesen. Also ich habe sehr zu knabbern gehabt am Anfang, jetzt gerade als junge Mutti, dann auf eine Station plötzlich zu kommen und nicht nur mit Erwachsenen zu tun zu haben, sondern auch plötzlich mit Kindern. Und wir haben Kinder dabei, die sind im Januar geboren und haben jetzt ein Herzchen gekriegt. Haben wir jetzt eins quasi. Und das ist schon so,
wenn ich mir überlege, wie schnell die jetzt wieder plötzlich in ihrem Bettchen lag, einen angestrahlt hat und einfach gelacht hat. Und du denkst dir so, die hat gerade eine riesen OP hinter sich, dieses kleine Würmchen-Leben und ist völlig unbeeindruckt gefühlt davon, vom Kopf her, ne? Und lächelt dich dann an und ist da fröhlich. Und ich glaube, davon kann man sich schon noch eine ganz schön dicke Scheibe einfach abschneiden, dieses Selbstverständnis für Krankheit einfach. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man krank ist. Dass es jeden treffen kann. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn die Leute einfach so sind, wie sie sind. Also meine Tochter ist da ja auch ein gutes Beispiel. Ja? Dass sie einfach ihren Opa so nimmt, wie er ist. Und dass die das einfach mit so einem Herzblut macht. Ja? Also klar, sie schimpft ihn, wenn er mal mit der Überbewegung aus Versehen sie tritt. Oder wenn sie... Wenn er einfach so nervös ist, da reagiert sie sehr empfindlich drauf, das kann sie nicht. Und dann schimpft sie ihn immer und dann wird sie laut und dann wird sie bockig und knatschig. Und dann schläft sie aber bei Oma und Opa und dann ist sie wieder, dass sie dann nachts zu ihrer Oma sagt, ich gehe jetzt zum Opa rüber. Und dann kuschelt sie sich an ihren Opa. Also so sie holt sich da trotzdem irgendwie so die Zeit mit ihm. Das finde ich total schön, ja. Und dieser natürliche Umgang einfach mit solchen Themen, das ist wunderbar. Ja. Das ist einfach total, total schön zu sehen. Und da sind dann die Kleinen halt auf Station das Vorbild. Da sind aber auch, wie gesagt, meine Tochter halt auch ein ganz, ganz großer Teil, ein ganz großes Vorbild für mich. Oder auch mein Mann, muss ich ehrlich zugeben, der wesentlich weniger bei meinem Vater die Sachen irgendwie so störend empfindet und ihn einfach so nimmt, wie er ist, wo ich dann so teilweise da sitze und denke mir so, das wird schon wieder schlimmer, gerade mit diesen, ja, mit diesen Mimik-Sachen und auch mit den Geräuschen, die er macht. Und ich denke dann immer, oh Gott, jetzt sind alle total empfindlich. Also mein Mann nimmt das auch mit so einer... Es ist sehr große Natürlichkeit. Also er ist selber sehr geräuschempfindlich, eher auch jemand, der das eigentlich überhaupt nicht mag. Wenn jemand neben ihm Chips isst oder so, kann er eigentlich gar nicht. Würde ich auch abends nicht machen. Ja, also außer er isst selber welche, dann wird es nicht so laut. Aber der nimmt meinen Papa dann halt einfach so. Und wenn man dann, wir machen ja doch relativ häufig was zusammen, gehen wandern und spazieren oder einfach mal mittags aufs Sofa und einfach mal ein bisschen Kaffee und Kuchen, ne, so ein bisschen schnacken. Und es ist einfach so schön, wie auch mein Vater das dann genießt, dass er sich mit ihm dann mal so ein bisschen unterhalten kann und so. Das habe ich jetzt nicht ganz so. Also ich habe da eher noch so das Bedürfnis, eher noch so, naja, er ist halt krank und ich will ihn dann lieber behüten und so, wo er dann halt oft dann auch zu meiner Mutter mal sagt, hey, er kann das noch alleine oder lass ihn das jetzt einfach mal machen, lass ihn doch mal ausreden, das kann dein Papa noch alleine, wenn der was trinken möchte, sagt das dir schon so, ne, in dieser Art, wo man dann einfach so ein bisschen als Tochter oder als Mutter anfängt, dann doch etwas fürsorglicher zu sein. Für uns war das ja dann schon auch damit einhergehend, dass wir halt umgezogen sind in dieser Zeit. Es war halt alles so ein bisschen im Umbruch bei uns. Wir sind ja dann nach Freiburg gezogen von Hessen aus. War sowieso schon mal klar, dass wir so ein bisschen, sag ich mal, die sozialen Kontakte so ein bisschen weniger wurden, beziehungsweise sich dann natürlich aus Bekanntschaften halt nicht mehr ergeben hat. Aber ich muss schon sagen, dass das Umfeld recht offen reagiert hat und ich da sehr froh bin, dass meine Eltern, wie auch ich, einen Freundeskreis haben, die das sehr stark auch angenommen haben. Ich glaube, es liegt daran, dass tatsächlich auch viele halt auch aus diesem pflegerischen Beruf kommen. Also das ist, oder aus der Feuerwehr, ne? Mein Vater war sehr lange Zeit Feuerwehr, in der Feuerwehr in Merzig halt aktiv. Und die haben das einfach so hingenommen. Klar, er konnte nicht mehr mit rausfahren oder so, aber auf Feuerwehrfesten und so war er ja trotzdem noch mit dabei. Und das ist schon ganz gut. Da haben sich tatsächlich auch eine Freundschaft sehr vertieft, die dann so jetzt mittlerweile, meine Eltern sind ja dann hinterhergezogen nach Freiburg, einfach damit mein Papa noch ein bisschen die Zeit genießen kann, die er jetzt so hat und einfach, dass sie für uns auch da sein können, wenn halt einfach wir Hilfe brauchen mit Ela. Und das ist schon ganz schön. Und die kommen die dann einfach mal besuchen. Und das spricht ja sehr dafür. Und ja,
nehmen ihn halt, wie er ist. Und es tut ihm auch unheimlich gut. War es tatsächlich eher Familie, die sich dann noch mehr abgekapselt hat als sowieso schon. Also die Geschwister meines Vaters, die hatten eh nie so viel Kontakt. Aber das ist halt irgendwie noch weniger geworden in der Zeit. Und das ist halt gut, sie betrifft es halt nicht, ja, weil es die Mutter nicht hat. Und da fragt nicht einer mal. Das ist eigentlich sehr traurig. Also sehr, sehr schade, sie wissen es. Aber es fragt nicht einer. Aber die Freunde, die meine Eltern tatsächlich jetzt schon sehr viele Jahre haben oder hatten, die sind auch immer noch weiterhin da. Und weil sie es nicht anders kennen. Und für sie ist dann wahrscheinlich die Angst auch nicht so groß, selber betroffen zu sein. Ich glaube, das ist dann immer so der Punkt dahinter. Wobei bei uns jetzt tatsächlich die Familienverhältnisse vorher schon sehr schwierig waren. Also es gab halt vorher schon nicht viel Kontakt. Aber man hätte sich halt irgendwie gewünscht, dass durch so eine Krankheit man einfach so ein bisschen... Ja, und wenn es bloß einfach mal nachfragen wäre, ne, das wäre so der Punkt. Also es gibt tatsächlich nur eine Schwester, die ab und zu mal schreibt. Das ist aber auch die, die vorher schon ab und zu mal geschrieben hat. Ne. Und ja, aber es ist, man akzeptiert es halt. Ne. Es ist halt so. Eigentlich gar nicht mal so viel. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist... Klar, man nimmt viele Sachen mit und man lebt halt bewusster und es gibt halt wenig Tage, wo jetzt, sag ich mal, Huntington kein Thema ist, halt auch auf dessen Grund basierend, dass mein Vater halt in der Nähe wohnt. Aber ansonsten ist es ja im Moment eigentlich erstmal nur die Bestätigung, dass ich diese Sache habe. Mehr ist es ja erstmal nicht. Ich gehe trotzdem weiter arbeiten, meine Tochter muss trotzdem in die Kita, mein Mann geht weiter arbeiten und der Alltag ist der gleiche. Ich muss Wäsche waschen, ich muss putzen, ich muss den Haushalt schmeißen, wir müssen kochen, wir müssen das Auto in die Werkstatt bringen. Der Alltag ist ja der gleiche, es ist ja derselbe und der verändert sich ja nicht nur, weil man jetzt plötzlich das weiß. Das wird ja dann tatsächlich erst anders, wenn man tatsächlich krank ist oder wenn man diesen Test macht, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Und das war ja bei mir jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Klar, ich wollte es wissen, einfach auch wegen der Familienplanung. Wir haben jetzt ein gesundes Kind und sind sehr glücklich darüber, dass es Ela gut geht, dass sie so ist, wie sie ist. Und dafür lieben wir sie sehr. Einfach ihre stürmische Art und ihr großes Herz und ihre große Klappe, das ist zuckersüß und wie gesagt, manchmal muss man sie lieb haben und manchmal muss man sie lieb haben. Aber sie ist der Mittelpunkt von uns allen und sie lebt uns das vor. Und vielleicht kommt noch ein zweites Geschwisterchen, wer weiß, keine Ahnung, mal gucken, was sich jetzt noch kommt. Ich meine, noch fühle ich mich jung genug dafür, um nochmal Mama zu werden. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, der mich bei der Krankheit ein bisschen genervt hat am Anfang, weil man ja doch sehr viel im Internet dann auch macht. Also ich bin sehr aktiv auf diesen Facebook-Gruppen und gucke da halt auch öfter mal rein. Und das ist schon der Punkt halt einfach auch, dass da draußen immer noch Leute rumspringen, die sagen, dass man mit einer Genkrankheit keine Kinder kriegen kann. Und dass sie es für schlimm erachten, wenn wir uns selber an diesem Punkt haben, dass wir sagen, also, dass ich für mich selber jetzt zum Beispiel die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich kriege mein zweites Kind auch auf einem natürlichen Weg, das kann keiner nachvollziehen. Und dann gibt es immer sehr oft böse Worte und das finde ich schlimm. Das ist für mich was mich auch sehr schnell dazu gebracht hat, zu sagen, man muss diese Krankheit mehr in den Fokus rücken. Man muss mehr, also nicht nur diese Krankheit, einfach auch mal mehr darüber reden, wie es den Leuten damit geht, zu wissen, dass es diese Krankheit in mir gibt und welche Argumente man einfach bringt, um zu sagen, und dass man sich einfach auch nicht rechtfertigen muss vor Wildfremden im Internet, nur weil sie meinen, sie müssten da jetzt einfach mal auf den Putz hauen. Das ist tatsächlich was mich sehr, sehr oft sehr mitnimmt. Also wo ich dann abends auch echt manchmal nur noch kopfschüttelnd vor meinem Handy sitze und mir denke, dass es solche Denkweisen noch gibt. Ja? Ich meine, wir freuen uns alle darüber, in Zeiten zu leben, wo jeder seine Entscheidungen für sich selber treffen kann, darf und soll. Und es muss an der Zeit sein, das zu respektieren, dass jeder diese Entscheidung für sich selber trifft. Es gibt gute Gründe zu sagen,
ich verzichte auf den Kinderwunsch. Wenn jemand das kann und das mit sich selber so ausmachen kann, ist das gut, ist das schön, darf er das gerne tun. Aber es muss auch akzeptabel sein, dass es Leute gibt wie mich, die diesen Kinderwunsch halt nicht an den Nagel hängen. Und ich glaube, ich gehöre zu den 99%, würde ich sagen, die vor dem Test gesagt haben, wenn ich positiv bin, lasse ich mich sofort sterilisieren und kriege keine Kinder mehr. Und, ne? Aber mittlerweile einfach jetzt mit der Zeit und zu wissen, einfach zu wissen, dass es jetzt so ist und dass man damit auch plötzlich leben kann und auch zu sehen an meinem Vater, wie gesagt, er ist jetzt 60, das ist, und er hat bestimmt noch so seine 10, 15 Jahre, würde ich jetzt mal schätzen, so wie es jetzt momentan läuft. Kann ich meinen Kindern noch ein gutes Leben geben und ich kann auch mich vor ihnen rechtfertigen natürlich. Ich kann ihnen auch sagen, hier, ihr könnt ein ganz normales Leben leben. Und selbst wenn sie betroffen sind, können sie tatsächlich bei ihrem ersten Kind genau diese Entscheidung selber treffen. Sie können selber überlegen, ob sie sich künstlich befruchten lassen oder nicht. Aber es ist halt, künstliche Befruchtung hat immer was mit dem Kopf zu tun. Nicht nur mit dem Geldbeutel, was auch schon schlimm genug ist, weil es sehr teuer ist. Aber man weiß ja auch, man kriegt ja auch keine Garantie dafür, dass das alles so funktioniert. Und dann wird man 3, 4, 5 Mal am Anfang schwanger, kriegt 3, 4, 5 Mal gesagt, juhu, sie kriegen jetzt ein Kind. Freut sich drauf und dann wird es doch nichts. Und diesen Druck, sich selber dann zu geben, damit muss man auch erstmal umgehen können. Also ich habe, ja, wir haben uns da eigentlich, war das so ohne große Worte bei uns tatsächlich dann einfach auch so drin, dass wir beide gesagt haben, nee, wenn, dann auf einen natürlichen Wege. Also, wenn es sein soll, soll es so sein, dann kriegt ihr dann Geschwisterchen, soll es nicht sein. Haben wir eine tolle Tochter, die uns das Leben schon versüßt. Aber es wird einfach Zeit, dass die Leute mehr mit Respekt an diese Sache rangehen. Und es ist immer mit ganz viel Emotionen behaftet. Und gerade wenn die Leute gerade frisch ihren Gentest haben oder gerade frisch die Diagnose in die Familien kommen, sind das Emotionen, die keiner nachvollziehen kann. Keiner, selbst die, die wir es durch haben. Wir können nie in den anderen reingucken. Aber umso wichtiger ist einfach so dieser Punkt zu sagen, so, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Und umso wichtiger ist es zuzuhören und umso wichtiger ist es einfach zu akzeptieren, dass die Meinung vielleicht an der Stelle eine andere ist. Und nicht sich so zu sehr von den negativen Gedanken von anderen leiten zu lassen, weil man nie weiß, was da dahinter steckt. Für mich war die Deutsche Huntington-Hilfe tatsächlich der erste Anlaufpunkt. Also als damals der Hausarzt und der Neurologe, als mein Vater dann in die Klinik kam, war das so der erste Punkt, dass man tatsächlich einfach mal gegoogelt hat und hat halt mal gehorcht, hat dann halt, Facebook war dann so eine der ersten Sachen. Sehr schnell habe ich dann gesehen, okay, da gibt es noch eine, da gibt es irgendwas Offizielles, da guckt man jetzt halt mal drauf. Und da bin ich sehr dankbar für diese Seite einfach auch gewesen, weil man halt nochmal etwas, sag ich mal, ja, also emotionsloseren Blick drauf kriegt. So einfach kühl die Fakten und ohne irgendwelche Interpretationen, jetzt negativ oder positiv belastet, sei mal dahingestellt, aber einfach erstmal Fakten, einfach mal das medizinische Hintergrundwissen. Das war was, was uns wirklich sehr geholfen hat, einfach mal zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter? Was heißt Huntington eigentlich? Und was heißt es denn, wenn ich jetzt dann Genträger bin? Das war schon so ein Punkt. Also, und dann halt natürlich schnell eine Selbsthilfegruppe. Ich hatte jetzt das Glück, dass dadurch, dass ich in Gießen gewohnt habe, wir in Marburg die nächste Gruppe hatten und bin da auch sehr herzlich und total lieb aufgenommen worden. Alle direkt Berdu und alle, also es war irgendwie, ja, es hat einfach irgendwie so menschlich einfach gepasst, ne? Und egal, was man gesagt hat, man wurde irgendwie nicht verurteilt. Und ich war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt halt wirklich noch so der Meinung, wenn mein Test positiv ist, werde ich mich sterilisieren lassen. Da war ich so, da hätte ich für unterschrieben. Und das war dann
einfach gut zu sehen. Ich hatte dann ja die Anne zum Beispiel mit dabei vom hessischen Stammtisch, die sich ja selber nicht hat testen lassen. Und die war für mich so ein Positivbeispiel. Auch ihr Papa, ja, wie der damit umgegangen ist, nach dem Tod seiner Frau, sich weiterhin dafür einzusetzen und wie er versucht hat, einfach alles so ein bisschen auch die guten Seiten zu zeigen. Wie Anne ihr Leben lebt mit zwei Kindern und Mann und so. Einfach so dieses Positive. Also sie ist ja eh so ein, glaube ich, sehr grundpositiver Mensch und das hat mich dann schon echt beeindruckt. Also es hat wirklich Spuren hinterlassen, dieser Tag bei denen. Und dann sind wir umgezogen und dann habe ich mich auch sehr schnell sozusagen nach dem nächsten Stammtisch umgeschaut und jetzt bin ich quasi da ja dann auch mit dabei und helfe der Organisatorin so ein bisschen mit und wir haben jetzt auch einen Genträger-Stammtisch integriert, weil es einfach bei uns einige Anfragen gab von jungen Pärchen, die quasi in einer ähnlichen Konstellation sind wie jetzt mein Mann und ich. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie das so zu so einer Familie einfach wächst, ne? Und wir hatten jetzt wieder Genträger-Stammtisch vor ein paar Tagen und es war einfach so schön zu sehen. Da war eine junge Familie, die habe ich vor einem Jahr das letzte Mal gesehen und da war noch so, mal gucken, vielleicht lassen wir uns künstlich befruchten beim zweiten Kind oder vielleicht machen wir es doch auf natürlichem Weg. Wir wissen es noch nicht genau, wir wollen ein zweites Kind. Und jetzt saßen sie halt mit so einem 5 Wochen alten kleinen süßen Fratz da und haben halt geht dann einfach so richtig schön. Das sind halt einfach so positive Momente, die man dann mitnimmt. Und da ist die DHH natürlich ein riesen Anlaufpunkt, auch stattdessen, dass sie quasi den Rahmen dafür bildet, ja, und einfach den Leuten eine Plattform bietet, ne? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und es wird halt auch jetzt umso wichtiger, umso mehr junge Leute halt da reinkommen, ja. Und dann sind halt solche Projekte wie hier dieses natürlich umso wichtiger, um dem Ganzen eine Stimme zu geben und ein Gesicht zu geben und dass die Leute einfach sehen, sie sind nicht alleine. So unterschiedlich und so kompliziert, wie es manchmal ist, aber man ist nicht alleine und es geht jedem anders, aber irgendwie auch wiederum gleich und es ist schön zu sehen, dass einfach jeder so füreinander da ist. Ja, es ist, glaube ich, wichtig, den Leuten einfach auch nochmal zu sagen, was ich ja schon gesagt habe, sich einfach nicht so beeinflussen zu lassen von den negativen Dingen und zu versuchen, das Positive an den Sachen zu sehen. Ja, einfach, keiner kann sein Leben, also keiner kann das Leben von jemand anderem führen. Jeder muss sein eigenes Leben führen und leben. Und egal wie dunkel es drumherum ist, wenn du dein eigenes Licht einfach anlässt und versuchst es auch anzulassen, kann nicht mehr viel passieren. Auch dann wird irgendwann die Dunkelheit um dich rum ein bisschen heller. Das war ein Spruch, den mein Papa mir mal gesagt hat. Und das ist, glaube ich, so, der trifft, glaube ich, hier ganz gut rein. Und das ist einfach unheimlich wichtig, dass man selber für sich so die einfach versucht, das Positive zu sehen. Und egal, wie scheiße es einem manchmal geht. Ich stehe auch manchmal daheim vor der Wand und könnte dagegen hauen oder schreie einfach mal kurz laut ins Zimmer rein, weil gerade alles doof. Aber es gibt halt auch einfach die schönen Sachen und die kleinen Sachen und die, ja, einfach die Welt mal wieder ein bisschen durch Kinderaugen sehen. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den ich gern mitgeben möchte. Meine Tochter macht für ihren Opa immer Magiewasser. Kam daher, dass meine Eltern auf ihrem Balkon eine kleine Magiepflanze stehen hatten aus Magiekraut. Und sie macht dann immer ihren Zaubertrank da draus, schmeißt da alle möglichen Kräuter rein und dann wird beim Opa immer die Beine und die Arme damit besprüht oder beschmiert, was er halt gerade hat, damit die Überbewegung halt weg ist, weil der Opa ja dann gesund wird. Und ich glaube, so naiv wie es manchmal ist, aber ich glaube, so diesen Weg da dran zu gehen, ich glaube, den sollten wir uns alle einfach ein Beispiel nehmen und das Ganze mit einem Lächeln sehen. Ich weiß, ich glaube, ich habe tatsächlich nach dem Gentest nur am Fahrstuhl einmal kurz geheult und ich habe seitdem nie wieder für diese Krankheit geweint. Das wird vielleicht noch mal kommen, wenn dann irgendwann mein Papa tatsächlich mal kranker ist. Aber so viel Platz möchte ich der Krankheit einfach nicht in meinem Leben geben.
weil da viel zu viel noch Schöneres ist. Ja.